Let's go. In weiter Katakombe. Töte alle Gegner im Toten lauschen. Let's go. Okay. Es geht schon ab. Es geht schon ab. So, mal ein bisschen durchsuchen. Alles kaputt machen, was man kaputt machen kann, weil überall kann irgendwas raustroppen. Was nützlich sein kann. Ein Event. Okay, das war Quatsch. Ist das hier ein Event in der Katakombe oder was? Okay, ich verstehe überhaupt nicht, was deine sind und was meine sind. Was Gegner sind und was deine Skelette sind. Ich kann schon mal los. Töte nahe, während der Hölle sind verteidigt. Okay. Herzlichen Glückwunsch, der Schatten hat soeben die Herausforderung freundliche Taten.
Okay. Gibt es auf jeden Fall ordentlich Gold. Frau, Lügnerin, die Magie der Urahn und die Untoten halten mich hier gefangen. Welchen Schatz man euch auch immer in diesen Hallen versprochen hat, er ist eine Lüge. Das Relikt ist ein Fluch. Meine eigene Gier hat das Leben meiner Freunde gefordert und bald auch meines. Wenn ihr diesen Brief lest, ist es bereits zu spät. Ihr werdet dieses Grab mit dem Rest von uns teilen. Orla. Okay. Alles nur Lug und Trug. Schon wieder kein Maler. Ach, dieses Schild, das ist sehr cool. Das Schild, was da manchmal so aufploppt, ist eine Passive und schützt uns beide. Da ist er ganz schön abgefallen gerade. Alter, da kommen einfach Speere raus. Aus dem Boden. Das ist so nice, wenn die einfach einfrieren, ey, das ist einfach so gut. Wie viel goldene Sachen wir jetzt schon eingesammelt haben, ey. Wahnsinn. Gleich mal. Mach mal nach dem Dungeon. Muss die Ausbeute an. Ja, Dungeons lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich schon. Thank you.
Da lohnt sich ja schon fast nicht mehr. Blau einzusammeln. Wenn dann nichts. Nur noch episch und Gold. Ich hänge mir fest. Und die Account gebunden? Nee, kann man nachher sogar, wenn du was für Zauberin hast, kann man vielleicht nachher wieder tauschen. Das müsste ja eigentlich gehen. Warte mal, guck mal, ich lass mal gerade was fallen. Guck mal, ob du was siehst. Siehst du das? Ja, geil. Da kann man nachher vielleicht Sachen tauschen, die für unsere Klassen wichtig sind, wenn wir welche haben. Jetzt aber wirklich ab. Die Schlange ist so cool. Gut, ja, ich. Schon so, der ist schon so krass verlangsamt, ne? Bin ich mega. Totes Lauschen, oje. Wo kommen wir jetzt hier hin? Ich glaube, wir nähern uns dem Boss. Kein Mana.
Okay, let's go. Hier ist auf jeden Fall was Böses. Auf jeden Fall ist es zu zweit so viel angenehmer. Weil man einfach die Aggro teilen kann. Du hast einen Schlüssel. So. Dann kommen wir mal zum Boss. Was eine Party. Ich habe kein Mana. Junge, das scheppert krass. Na klasse, jetzt bin ich so richtig müde. Schon wieder kein Mana. Der wird in ihn gefesselt. Brauche Zeit für die Vorbereitung. So, mit dem Unstehen bleiben ist auch nichts.
Okay, kein Drop. Also zumindest kein interessanter Drop. Ist hier noch eine Kiste irgendwo? Ne, sieht nicht so aus. Okay, dann gucken wir mal. Was haben wir bekommen? Einen besseren Kopf. Einen besseren Ring. Stiefel bleiben gleich. Seltenes Schwert kann nicht von eurer Klasse verwendet werden. Du brauchst eine Sense oder so, ne? So, Amulett, das brauchen wir auch nicht. Oh, das ist auf jeden Fall sehr nett. Schwupp. Ui, guckt euch das an. Neuer Stab. Aber ist das ein Einhänder? Ne, es sind zwei Händer. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil ich mache ja hier 165 Schaden und hier 190 Schaden. Das kumuliert halt. Der ist trotzdem nicht so bad, ne? Bessere Stiefel. Ich würde sagen, so alles in allem hat sich das auf jeden Fall hier schon gelohnt. Aber ich habe jetzt nichts Spezielles für den. Totenbeschwörer. Der Stab hier ist cool, aber ich glaube nicht, dass wir den brauchen. So, dann würde ich mal sagen: Den wollen wir verkaufen.